So, ja, moin Leute, heute gibt es ein weiteres Video, heute gibt es mal ein Reaction-Video. Das mache ich aber nicht alleine, sondern meine Freundin ist auch mit am Start. Ja, und ich habe, glaube ich, irgendwann mal ein Reaktionsvideo gemacht. Das ist aber, glaube ich, das habe ich schon längst wieder gelöscht. Ist schon länger her. Aber wir haben gesagt, oder meine Freundin hat gesagt, wir können auch mal zusammen ein Reaction-Video machen. Und ja, dann werden wir jetzt mal irgendwie. Ja, uns angucken. Wir gucken uns das Video an von Mois. Sie kennt Mois zum Beispiel gar nicht, ist vielleicht auch ganz interessant. Und ja, Mois hat sich ein neues Penthouse gegönnt und da gucken wir uns mal die Geschichte an. Let's go. Hallihallo, ihr Lieben, zu Bibis Beauty. Ganz da gucken. Kennt ihr Alkali noch? Ja, aber dann das guck ich ist ja die ganze heute Zeit so weg. Feel old yet. Und so kommen wir in meine Wohnung. Du kannst auch hier es gucken. Kann natürlich so eingesperrt sein, also so, damit man nicht mehr reinkommt. Ah, kommt jetzt die professionellen Cuts. Ja, ja genau, ah, genau. Okay, das verstehe. Ding ist, Jan hatte miese Paranoia und hat gesagt, was, wenn jemand auf 2 klickt oder auf 3 und dann in mein Stock kommt, dann sieht er doch mein Wohnzimmer. Ja. Jan, es gibt einen Schlüssel und nur dann, auch nur dann geht er in diesen Stock, weil dieses Penthouse ist auf dem ganzen Stock das, die einzige Wohnung. Können wir so oldschool-mäßig. Also Leute, an der Stelle, wir kennen das jetzt so mit diesem Schlüssel und mit dem Fahrstuhl. Das werdet ihr wahrscheinlich noch sehen, wenn ich wenn ich dieses 1000 Abonnenten-Special-Video mache. Da gibt es dann auch eine Roomtour und ja, wir haben auch so einen Fahrstuhl, der direkt in die Wohnung geht. Und da haben wir auch halt einen Schlüssel für. Deswegen kennen wir das schon. Und ja, ist eigentlich ganz geil, ne? Ja, Schatzi. Ja, wir gucken mal weiter. Hoffen mal, ich weiß gar nicht, geht das hier? Wir haben auch ein Penthouse. Ja, so ein kleines. Aber werdet ihr ja sehen in dem kommenden Video bald. Pencelt. So. Ich wieder, dass ich in deiner Wohnung wohne, kriege ich auch so einen Schlüssel? Ich mach den Schlüssel. Steck ihn mal da rein. Das ist. Wieso stehst du jetzt, Bro? Hättest du so schnell reingesteckt. Können wir weg von diesem Aufzug hier? Wir haben wirklich so zu viel. Also was macht der? Der Hund ist so wach und von Fahrstuhl, Bruder. Krass, auf jeden Fall, das aber cooler Hund. Wird dann die Wohnung von meinem, was heißt das Zimmer von meinem Sohn sein. Tatsächlich, er wird ein eigenes Zimmer haben. Es ist noch nichts eingerichtet in der Wohnung, aber er hat schon einen richtig kleinen Fuhrpark eingerichtet da für den Kleinen. Der Fernseher, das Bett ist zu alt. Er liebt Autos, wirklich, er liebt Autos über alles. Und ich werde ihm so ein mieses Autobett kaufen, safe. Hier steht zwar die Waschmaschine, wir haben im Keller eine Waschküche, alles Mögliche, dies, das, aber. Was sagst du? Hat er dann Anschluss? Weiß Dann nicht. ging er zu mir, sicher. Ich glaube, der hat die Waschmaschine nur so reingestellt. Nein, die war angeschlossen. Falls Herr Meustert das sieht, hier, no front, wird man jetzt sagen. Bitte guck mal. Aber ganz ehrlich, ich hätte die Waschmaschine doch nicht im Kinderzimmer gestellt. Egal. Aber ich bin echt gespannt. Ich glaube, das ist schon ein riesen Penthouse, was er sich da gegönnt hat. Ich finde das in diesem Zimmer Trap eigentlich, aber wir stellen hier so einen Schrank hin, dann ist es abgetrennt und wir können die Tangas von Nabil und so dann später dort waschen. Zeig mal kurz den Dings oben auf provisorischen Drip. Aber sieht Und schon cool sonst aus. gibt es in dieser Wohnung auf jedem Fenster sowas. Ja, das ist geil. Das ist sehr wild, Bruder. Kanake mit Technik, ja, wichtig. Das ist sehr wichtig in unserer Corona-Zeit. Digga, ich wohne nicht mal so luxuriös für seinen Sohn. Ich küsse doch mein eigenes Ich Herz. will in dieser Waschmaschine wohnen. In dieser Waschmaschine. Haben wir heute echt Partnerlook an? Ja. 27. Black Friday. Wohnzimmer. Also ihr müsst euch vorstellen, von Lift kommt man direkt wie bei Alkali ins Wohnzimmer. Und ich finde das, also die Decke finde ich sehr schön. Also das gefällt mir schon mal sehr gut, ne? Ja. Ich finde das mit den Balken auch richtig gemütlich, so irgendwie. Also die Lampen sehen auch gut aus. Also macht jetzt schon mal einen edlen Eindruck, außer Waschmaschine im Kinderzimmer. Sehr schön. Dann gibt es so einen Was machen wir? Cinematischen Shot? Bruder, es ist zu krass. Warte! Es ist schon wild, Bruder. Du bist der geborene Ruslan Das sieht schon cool aus, ne? Das ist das Wohnzimmer. Hier stehen sehr viele Sachen noch rum, Leute. Deshalb könnt ihr euch vielleicht das ein oder andere nicht vorstellen. Aber hier werden wir, wie gesagt, mein Streaming-Setup haben. Das stelle ich alles hier hin. Jan, bitte während der Aufnahme nicht reden. Okay. Alles gut. Hier wird das Streaming-Setup sein, okay?
Dann, wenn ich sitze, ist die Idee die Aussicht da hinten. Ich weiß, sieht man da, sieht man irgendwas da? Also das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man jetzt streamt und im Hintergrund so eine riesen Glasfront hat und dann halt vielleicht auch einen coolen Ausblick hat, was man jetzt leider im Dunkeln nicht so gut sieht. Und weil natürlich auch dieser Spiegelreff, wie sagt man das? Spiegeleffekt da ist, ne? Dann sieht man halt mehr das Wohnzimmer als wirklich die Aussicht nach draußen. Wenn er das irgendwie hinkriegen sollte und man hat einen geilen Ausblick, dann würde ich das natürlich richtig geil finden. Aber so Ersteindruck Wohnzimmer, richtig cool, ne? Mit dem riesen Scheiben da und so was, finde ich geil. Sagst du? Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh, sieht man gar nicht. Ich suche. So, wir gucken weiter. Da durch die Kamera, aber hier gibt es eine geisteskranke Aussicht, die ich euch gleich zeigen werde. Ich weiß auch gar nicht. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich gucke Mois ab und zu schon mal. Ja, ich kenne ihn halt so ein bisschen vom paar Videos. Ich weiß aber gar nicht, wo der herkommt. Ich meine, ich hätte mal gesehen, der fährt eine Audi A7 und ist ein Essener Kennzeichen. Was natürlich auch wieder zusammenpassen würde, weil er ja auch mit Sinanji oft Videos macht und auch Manuelsen. Und Manuelsen kommt, glaube ich, aus Düsseldorf oder aus, ich weiß gar nicht, irgendwo aus der Nähe, Wuppertal oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht genau. Mülheim, glaube ich. Und Sinanji kommt ja ursprünglich aus Essen. Ne? Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wo Mois eigentlich wohnt. Ich weiß es gar nicht. Ich überlege, dass vielleicht ich und Atima hier so ein Mic hinstellen. Und wenn wir so Skizzen machen für Musik, ist das, dass wir uns hier hinstellen und ein bisschen, wenn wir allein sind, hier musizieren. Weil, ich zeige euch, lass mich doch ordentlich aufnehmen hier. Man steht hier, man sieht so auf Wild. Also der Ausblick jetzt, ich glaube, da hinten ist die Küche. Schon geil, ne? Auch der Boden und so hat alles sehr modern, finde ich, sieht cool aus. Ich weiß jetzt nicht, was da rechts ist. Soll das ein Fernseher sein oder was ist das? Leinwand. Irgendwie komisch, auf jeden Fall riesig. Aber sieht auch cool aus, alles mit dem Boden und so gefällt mir sehr gut, ne? Ja. Auch Schnieke. Echt Schnieke. Und diese Aussicht da. Ich zoom mal. Kann man hier zoomen bei der Kamera? Der zoomt mal. Einmal so. Rein zoomen. Also, schon wild. Hier auf jeden haben Fall. Wir so eine Beamerwand, also Projektorwand. Hier ist so ein Couchplatz. Dann gibt es hier einen riesen Balkon, zeige ich euch gleich. Aber warte, wir zeigen erstmal, wo Russland Cut ist. Genau, Russlands Cut-Raum und Kack-Raum. Cut-Raum? Gern geschehen. Nee, der meint Cutten, also Videos schneiden. Ach so. Na, aber das ist wahrscheinlich nur ein Scherz, das ist ja hier so eine kleine Rumpelkammer. Russland! So, da ist auf Wohnzimmer angelehnt. Auf jeden Fall sitzen ein paar Ausländer und warten auf Schutzgeld. Da ist der Investor, der mir die Wohnung ermöglicht hat. Danke nochmal, Bruder. Hier gibt es überall so auf Fußlicht angelehnte Wildheiten. Guck mal hier, da ist so ein Kamin, hast du gesehen? Das war's, glaube ich, von Wohnzimmer. Hat er leider nicht gezeigt. Ich küsse doch mein eigenes Herz. Gäste LC ist auf dezent gehalten. 80s Popcorn Times. Siehst du das? Ja, wie in einem Burgerladen. Auf jeden Fall kann man hier so seine hässlichen Pickel sehen, so. Ja, muss ich nicht sehen. Ja, Dusche, habt ihr Dusche gesehen? Soll ich mich ausziehen? Bitte ja. Jungs, macht mal keinen. Also Leute, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ich cool finde, ich weiß gar nicht, zeigt mal, war das hier die Stille? Ja, Dusche, habt ihr Dusche gesehen? Guckt euch mal die Decke an, die ist komplett so glänzend, das finde ich cool. Das ist auf jeden Fall auch edel. Also so eine glänzende Decke finde ich geil. Weiß nicht. Bitte ja. Jungs, macht mal keine Geräusche kurz. Okay, und der persönlich größte Drip für mich, neben dem ich kletter aus der Wohnung raus, Fenster zum Balkon, ist einfach ein Pissoir, Digga. Also, ich sag dir ehrlich, Bruder, ich bin speechless. Dann haben wir so die schönste Dekoration im Raum, Jan am Boden. Also ist das ein Deserve Your Dreams Oberteil? Krass. Ja, ja. Darf ich Werbung für Black Friday machen? Das Ding ist, Bruder. Ob ich Werbung für Black Friday machen darf? Hast du gesehen eigentlich, dass wir alle deine Klamotten anhaben? Ja, ich weiß. Wieso eigentlich? Wer hat eigentlich dafür bezahlt? Das ist die Frage. Inshallah. Was sagst du? Lief es gut letztes Mal? Es lief ganz gut, ja. Okay, Leute. Hier. Also ich hatte jetzt verstanden, sind die Pullis von dem Typ da wohl, der da auf dem Boden saß. Ja. Aber die Uhr, die ist aber auch dick, ne, die da rum hat. Ich meine, ist jetzt nicht so mein Fall. Diesen, ich glaube, Iced Out oder sowas ist das ja, ne, nennt man das. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die Uhr kostet irgendwie 150.000 oder 180.000. Das ist dann, weiß ich nicht, fällt mir nichts so ein. Ne? Also wenn man schon eine Uhr hat für das Geld, dann weiß ich nicht, was das Penthouse gekostet hat.
Also, selbst ist übertrieben natürlich, aber ich meine, die ist groß. Hier haben wir eine Wand, auf der ein 10-Racks-Fernseher hängen wird, aus Drip-Gründen, weil dort drüben ein Beamer sein wird, okay? Also kann man hier sehr schön Kochvideos genießen als Küchengerät. Also ich hoffe, du bist wirklich, wenn du zuschaust. Hier haben wir Fenster, die auch zum Balkon gehen. Wir zeigen euch den Balkon gleich, das ist so kurz das Herzstück von der Wohnung mäßig. Zeig mal so kurz die Decke. Ist auch offen. Mach als Cinemaus schon so. Wie Ruslan Korchagin. Jo. Ruslan Korchagin. Da sieht es aber gut aus. So. Also ganz ehrlich, Leute. Decke so in Hochglanzweiß scheppert richtig, ne? Gerade in so einer Küche, wenn dann alles edel aussieht und dann auch hier die Decke in Hochglanzweiß, dann auch mit diesen Spots so in der Decke, finde ich mega geil. Ne? Ja. Es gibt ja bei allen, wie bei allen, einen United Sell Point. Das heißt, eine Blondine, die ein BMW kauft, kauft den vielleicht, weil er der Rückspiegel so gefällt und nicht die PS und sonst was. Ich stand hier in der Wohnung und dachte, das ist schon alles schön und gut. Aber was soll mich überzeugen? Und dann hat er genau das hier gemacht. Das hier. Oh mein Gott. Bruder, damit kannst du jeden Kanaken beeindrucken. Krass. Ich sag dir ehrlich, ich habe dann gesagt, okay, zu 90% bin ich mir sicher. Dann hat er gesagt, say no more, komm mit. Atemnavigation auch scheiße. Aber das hat, könnte man in die Kommentare schreiben, das sah aus wie eine Dunstabzugshaube irgendwie, ne? Er sagt... Das ist eine Mikrowelle. Ich so, Digga, wie geht die auf? Ich so, ich nehme die Wohnung. Mit allen wichtigen Sachen ausgestattet, wie Sex Plus. Unser Sponsor für diese Wohnung. Nein, Spaß. Kein Spaß. Checkt Sex Plus ab. Weißt du, was krasser wäre, wenn ein Dönerspieß hochfahren würde? Okay, Leute, jetzt gehen wir. Aber ganz ehrlich, bis jetzt die ganze Hütte richtig auf edel, ne? Allein schon die Decke, das gefällt mir halt, ne? Mit dem Weiß-Hochglanz. Aber das ist natürlich auch krass, dass sie da so rausfährt. Ne? Auf den wichtigen Abteil. Baba, geh hier weg, du wirst auf Balkon runterfahren und sterben. Sieht man irgendwas? Ja, natürlich. Wallah. Von da bis, stell dich mal hier hin, ich run jetzt weiter, bis... Für riesen Balkon, ey. Und ich glaube, da hinten ist ein Wohnzimmer, ne? Bis da ist einfach der Balkon, Digga. Es ist schon krass. Komm mal rüber und zeig mal so die Wohnung. Aber erstmal würde ich gerne wissen, ob man auf diesem Dach hochlaufen kann. Nein, kann man nicht. Nice try, bro. Hier haben wir wieder die Kanaken. Und jetzt? Zeig nicht die Straße, aber zeig den Ausblick, Bruder. Ich sag dir ehrlich, sehr krank. Sehr krank. Also Leute, Ausblick ist geisteskrank, sag ich euch ehrlich. So zum Chillen runterkommen, halt auf gar keinen Fall hier Gras rauchen und so, nur zum... Leute, bevor wir jetzt ins Schlafzimmer gehen, muss ich euch ehrlich sagen, auf kurzer Real Talk Basis angelehnt, wären wir natürlich nicht da, wo wir sind, ohne euch. Und ich wollte wirklich von Herzen Teşekkür ederim sagen, Digga. Ich küsse eure Herzen. Genau, Leute, und an der Stelle würde ich natürlich auch mich freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. An der Stelle auch nochmal Teşekkür, so wie der Mois gerade gesagt hat. Herzen, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür lazım. Okay, Friends. Und das ist das Schlafzimmer. In jedem Zimmer muss beigemerkt werden, ist so ein Klima angelehnt. Ich weiß, es ist für viele heute normal, aber hatte ich noch nie, tatsächlich. Geh hier nicht rein, wir filmen. Bro. Nicht rein, okay. Na gut, wir filmen ab PE Sponsgröße nicht. Das... Was laberst du? Ich mag PA. Bevor ich euch die Wohnung... Weißt du, wer das ist? PA Spots ist ein Rapper. Und ich glaube, der ist jetzt nicht so groß, deswegen hat er das gesagt. Das Zimmer zeige. Der größte Drip für mich als Kanake war das hier. Ich frage den Vermieter so, Bruder, was ist das? Er sagt, ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihre Frau oder Ihr Kind schläft und Sie wollen den nicht aufwecken. Was machen Sie dann? Ich so, ja, Handylicht. Er so, nein, Fußlichter. Ich so, was ist Fußlicht? Das ist Fußlicht.
Aber ist geil, ne? Sicht von der Seite. Oder ist das denn zwei verschiedene Lampen? Hier wird hauptsächlich die UIDS-Kollektion hin und hier ein großer Spiegel, damit ich immer sofort das posten kann. Ich find's nice, dass im Schlafzimmer sowas drin ist, also von der Aufteilung her. Und jetzt von hier. Boah. Drei, zwei, eins. Das ist wild. Das, ich sag euch ehrlich, geil. Sinan darf das auf keinen Fall sehen, Digga. Das ist... Alter, ihr liegt im Bett und habt direkt so Badewanne alles da am Start. Ich glaube, hätte ich irgendwie geguckt, dass ich, wenn ich da in der Badewanne liege, dass ich da irgendwo noch einen Fernseher habe, das wäre natürlich auch richtig geil. Aber sieht alles edel aus, ne? Wie auch der Rest von dem Apartment. Das ist eine Badewanne. 40 Grad macht das ja ganze Schlafzimmer ja. Ja. Benebelt. Ja. Aber das ist erstmal ein Luxusproblem, ne? Digga, von der Sinan träumt. Ich sag euch, wie es ist, Digga. Das ist heftig. Also kompletter Bad ist sehr, sehr wild. Aber was ist das? Achso, das ist die Toilette, okay. Das erinnert mich ein bisschen an eine Eichel irgendwie in Roma. Diese Pissoir hier. Aber sonst, ich bin sehr zufrieden mit der Wohnung. So, das ist das erste Mal, es klingt vielleicht abgehoben, aber es ist tatsächlich laut Mietvertrag ein Penthouse. Es ist abgehoben. Es ist ein Penthouse. Nein, ohne Witz, was ist das? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, Bruder. Ist das so, womit man seinen Arschloch sauber macht? Jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, das ist das Arschloch-WC, oder? Eiskalt, ne? Das ist das. Das ist der Franzosen-Drip. Ja, das ist der halale WC, Bruder. Halale WC. Wichtig. Ja, Freunde, ich sage euch ehrlich, wichtige Sachen sind hier berücksichtigt worden. Und das allerheftigste: 1000 Mbit Internet. Boah, niemals. 1000. Ich glaube, ich will hier auch wohnen. Ich kann den Klassus auch sympathisch machen. Also Leute, bei mir, ihr kennt ja die Story wahrscheinlich, ne? Wenn ihr schon länger meinen Kanal verfolgt, hier gibt es aktuell 10 Mbit pro Sekunde im Upload. Das liegt aber an dem Vertrag, den wir immer mal dann jetzt auch mal bald ändern sollten. Der geht ungefähr noch ein Jahr und ja, dann werde ich mal gucken, dass ich da rauskomme und wechsle. Okay Leute, das war die Roomtour. Anis, halt deine Fresse! Das war die Roomtour, Leute. Von. Wieder bin ich nochmal diese verfickte App! Chill, Bruder, alles gut. Er wollte den Hund schmeißen. Auf jeden Fall, Leute, das war die Roomtour von dem Penthouse. Ich küsse doch eure Herzen. Okay. Kann ich zu Ende drehen, Bro? Okay. Machst du Schutz? Zu seinem Sohn. Ja! Okay, komm. Okay Leute, das war die Roomtour. Danke fürs Zuschauen, wir verstecken deinen Glatzkopf. Wir haben Besuch von Pierre, dein Bruder. In dem viele Sinne. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat, ob ihr die Wohnung feiert. Ich bin sehr glücklich, weil es hat alles sehr zeitnah geklappt mit meiner Tochter, mit der Wohnung und wir sind schon jetzt umgezogen. Es fehlen nur Kleinigkeiten, ein bisschen Einrichtung, dies, das. Dann sind wir einfach durch. Es ist schon krass. Also ich bin sehr glücklich und dankbar euch allen, Leute. In dem Sinne würde ich nicht gesegnet. In dem Sinne wünsche ich euch allen Arrivederci. Salam alaikum. Wir gehen runter. Ja, Leute. Ihr könnt wie gesagt mal in die Kommentare schreiben, wo der Mois überhaupt herkommt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, der kommt aus Essen. Und ihr könnt natürlich gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch so Reaction-Videos gefallen, ob ihr da mehr von sehen wollt. Und ansonsten natürlich, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, Pflicht wäre natürlich ein Abonnement da lassen und natürlich die Glocke aktivieren. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Wir sind erstmal raus an der Stelle. Oh, haut rein. Schon wieder falsch. Hier ist die Kamera. Also. So, ja, wir sind erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.